prior to the luncheon recess, you were testifying about a conference in 1941 with Reinecke and others. Prior to that conference, did Canaris tell you what kind of appeal to make to those present at the meeting? Vor der Besprechung hat Canaris mir dahingehend Richtlinien erteilt, dass ich, wie schon erwähnt, sachliche Argumente vorbringen soll, um den Befehl zu Fall zu bringen oder herabzumindern in seinen Auswirkungen. Im Übrigen, dass ich mir es nicht einfallen lassen soll, etwa irgendwie Erwägungen allgemein menschlicher Natur in diesen Kreis fallen zu lassen, da ich mich ja ohne dies nur lächerlich machen würde. And now will you explain to the tribunal, to the best of your recollection, exactly what happened and what was said in the course of that conference? Die Besprechung eröffnete General Reinecke einleitend mit der Erläuterung dieser Befehle im Sinne dessen, was ich bereits vor der Verhandlungspause gesagt habe. Er erklärte die Notwendigkeit dieser Maßnahmen und erklärte es insbesondere für notwendig, dass diese Auffassung auch der Wehrmacht und ganz besonders dem Offizierkorps klar gemacht werden müsse, dass sich anscheinend noch in Gedankengängen der Eiszeit bewege und nicht der der nationalsozialistischen Gegenwart. What views did you present at this conference? Ich habe auftragsgemäß den Standpunkt des Amts Ausland Abwehr, also von Canaris, vertreten und habe im Wesentlichen darauf hingewiesen, erstens auf die äußerst ungünstigen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Truppe, namentlich auf die Front, die derlei Befehle niemals verstehen würde. Namentlich der einfache Soldat würde sie niemals verstehen. Außerdem hätten wir Berichte, dass die Truppe empört sei, dass die Exekutionen stellenweise vor ihren Augen stattfinden. Zum Zweiten habe ich die Bedenken des Amtes vorgebracht, die das Amt bzw. die Tätigkeiten der Abwehrabteilungen selbst betroffen haben. Also die ungünstigen Auswirkungen auf dem Gegner. Das heißt, praktisch das Verhindern von Überläufern oder das Verhindern, dass Russen überlaufen und sich überhaupt ohne Gegenwehr bis zum Letzten ergeben. Dann die großen Schwierigkeiten, die die Abwehrabteilung bei der Gewinnung von Agenten hätten, also von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen sich bereit, und zwar freiwillig bereit erklärt haben,
für die Deutschen zu arbeiten. In order that this may be clear on the record, because I think there was a slight confusion in the translation, I want to point up one or two of those arguments again. What did you say about, at this conference, about the effect of the execution of these orders on Russian soldiers? Ich habe gesagt und darauf hingewiesen, dass erstens durch diese Befehle Elemente unter den russischen Soldaten, die geneigt waren, überzulaufen, davon abgehalten wurden. Und zweitens darüber hinaus, Leute, die sich aus irgendwelchen Gründen zu Diensten für die Abwehr angeboten hatten, auch davon abgehalten würden. Und dass in Summe vor allem das Gegenteil von dem erreicht würde, was offensichtlich beabsichtigt war, nämlich der Widerstandswille des russischen Soldaten, des Rotarmisten, bis zum Äußersten gesteigert würde. And in order that we may be perfectly clear, what did you say about the effect of the execution of these orders on the German troops? Ich habe gesagt, das, was uns aus vielen Berichten von der Front offenkundig geworden ist, dass die Wirkung auf den Geist, die Stimmung und nicht zuletzt auf die Disziplin der Truppe eine verheerende war. Was there any discussion about international law at this conference? Nein, über Völkerrecht wurde in diesem Zusammenhang nicht gesprochen. Es wurde noch hingewiesen auf die Art der Aussonderungen unter den Kriegsgefangenen. Die eine völlig willkürliche war, abgesehen von dem grundsätzlichen Befehl an sich. Well, we'll get to that in a moment. Were your views accepted at this conference? Meinen Ansichten, die die Ansichten des Amts Auslandabwehr waren, das ich zu vertreten gehabt habe, wurde in schärfster Form von Müller entgegengetreten, der mit den üblichen Schlagworten die Argumente, die ich vorgebracht habe, zurückwies. Und der einzig und allein die Konzession machte, dass die Hinrichtungen eben, um auf die Truppe Rücksicht zu nehmen, künftig hin nicht vor den Augen der Truppe, sondern abseits stattfinden würden. Außerdem macht er noch gewisse Konzessionen in der Frage der Aussonderung, die eine völlig willkürliche war und den Einsatzführern oder den Gesichtspunkten der Einsatzführer überlassen.
And subsequent to this conference, did you learn whether an order was issued with respect to having these killings take place outside the site of the German troops? Ich habe damals außer der eben erwähnten Zusage von Müller nichts weiter darüber gehört. Ich habe erst jetzt in einem Befehl, der mir vorgewiesen wurde, den Niederschlag dieser Aussprache und diese damals mir gemachte Zusage bestätigt gefunden. Was there a conversation at this conference about the manner in which these orders for the killings were being executed? Ja, es ist bei dieser Besprechung der ganze Fragenkomplex erläutert worden, also auch die Art, wie die Befehle ausgeführt wurden. Nach meiner Erinnerung durch Einsatzkommandos des SD, die sowohl die Aussonderung der hierfür in Frage kommenden Leute durchzuführen hatten in den Lagern oder in den Sammelplätzen der Kriegsgefangenen und die Exekutionen durchzuführen hatten. Weiter wurden Maßnahmen insbesondere von Reinecke besprochen, die die Behandlung der Kriegsgefangenen Russen in den Lagern zum Gegenstand hatten. Reinecke hatte sich in sehr scharfer Form nicht meine Argumente, sondern die von Müller vertretenen zu eigen gemacht und in der allerschärfsten Form und mit den schärfsten Worten auch vertreten. Now, will you explain to the tribunal, from what you learned at this conference, the exact manner in which the sorting of these prisoners was made and in what way it was determined which of the prisoners should be killed? Die Gefangenen wurden von den eigens hierzu bestimmten Sonderkommandos des SD ausgesondert. Und zwar nach ganz eigenartigen und willkürlichen Gesichtspunkten. Die einen Führer dieser Einsatzkommandos hielten sich an rassische Merkmale. Das heißt also praktisch, wenn einer der Gefangenen den rassischen Gesichtspunkten nicht entsprach, vor allem selbstverständlich ein Jude oder jüdischen Typus oder sonst als rassisch minderwertig angesehen wurde, so verfiel er der Exekution. Der andere Einsatzführer traf diese Auswahl unter den Gesichtspunkt des Intellekts, also der Intelligenz. Der dritte Einsatzführer hatte wieder irgendwelche andere, gewöhnlich sehr eigenartige Gesichtspunkte. So, dass ich mich zu der Frage an Müller veranlasst fühlte, sagen Sie, abgesehen von allen anderen, nach welchen Grundsätzen wird denn diese Aussonderung durchgeführt? Geht das nach Körpergröße oder nach Schuhnummer? Müller hat diesen sowie alle anderen Einwände, wie ich schon erwähnt habe, schärfstens zurückgewiesen und
Reinecke den Standpunkt von Müller in betont scharfer Form übernommen. Statt das, was ja der Sinn meines Vortrags war, meine, das heißt die Auffassung des Amts Auslandabwehr, die ihm eine goldene Brücke bauen sollte, zu übernehmen. Das ist im Wesentlichen der Sinn dieser Besprechung, an der ich teilgenommen habe. And had you received knowledge about the manner in which these orders were executed through official reports which you received? Über das, was sich tatsächlich zugetragen hat, waren und wurden wir ja laufend orientiert durch unsere Organe, die sei es an der Front oder die in den Lagern tätig waren. In den Lagern waren ja Offiziere von der Abwehrabteilung 3 tätig. Und auf diesen Wege, also auf dem normal dienstlichen, erhielten wir in Form von Berichten, von mündlichen Vorträgen Kenntnis über die Durchführung aller dieser Maßnahmen und über ihre Auswirkungen. Was the information which you received a secret and confidential information, not open to others? Die Informationen waren in den Rahmen, in dem sich fast der gesamte Verkehr in unseren Abteilungen abspielte, vertraulich gehalten. Sie waren aber praktisch in einem großen Kreis der Wehrmacht bekannt, nämlich die Vorgänge, die sich in den Lagern bzw. bei dieser Aussonderung abgespielt haben. Now, at this conference, did you learn anything from Reinecke with respect to the treatment which Russian prisoners generally were to receive in prison camps? Es wurde in dieser Besprechung auch über die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen in den Lagern selbst geredet, und zwar von Reinecke der Standpunkt vertreten, dass auch in den Lagern die Behandlung natürlich nicht so sein könne und dürfe, wie etwa die Behandlung gefangener Soldaten der alliierten Mächte, sondern auch hier entsprechend den einleitend erwähnten Grundsätzen gehandhabt werden müsse. Es könne also nicht verzichtet werden, dass die Lagermannschaften mit Peitschen ausgerüstet werden und dass sie das Recht bekämen, bei dem geringsten Anschein, sei es eines Fluchtversuches oder irgendeiner sonstigen unerwünschten Handlung, von der Waffe Gebrauch zu machen. Besides the whips, what other equipment were the Stalag guards given? Das sind Einzelheiten, an die ich mich im Augenblick nicht erinnere. Ich kann es nur dem Sinn nach wiedergeben, das, was in dieser Besprechung behandelt wurde. Well, what, if anything, did Reinecke say about the whips? Reinecke sagte, dass die Mannschaften, also die Bewachungsmannschaften,
eben von Peitschen bzw. Stöcken und dergleichen Gebrauch machen müssten. Now, through official channels, did you learn of an order for the branding of Russian prisoners of war? To them as Soviet, not Russian prisoners. Yes, Your Lordship. Soviet. Jawohl. Yes. Did you learn of such an order? Ich habe in einer Besprechung der alle schon öfter erwähnten Abteilungschefs oder zumindest die Mehrzahl der Abteilungschefs beigewohnt haben, gehört. Do you know whether any protests were made with respect to that order? Es ist, und zwar ein sehr scharfer Protest, sofort nach Kenntnisnahme dieses Befehls bzw. der Absicht, Sowjetkriegsgefangene durch Brennen zu kennzeichnen, durch Kanaris erfolgt. Wieder über das Amt Ausland, und zwar Bürkner. What, if anything, did Canaris tell you with regard to this order? Canaris hat mir, das heißt nicht nur mir, sondern uns gesagt, dass diese Frage bereits in einem Gutachten von irgendwelchen Ärzten behandelt worden ist. Dass sich also Leute gefunden haben und hergegeben haben, so einen Wahnsinn sogar schriftlich in einem Gutachten zu behandeln. Das war etwa der Sinn dessen oder der wesentliche Sinn dessen, was über dieses Thema damals gesprochen wurde. What information, if any, did you receive through official channels regarding plans to bring Soviet prisoners back to German territory? In dem gleichen Zusammenhang und in dem gleichen Kreis, ich muss immer wiederholen, also in Besprechungen zwischen Canaris und seinen Abteilungschefs, habe ich gehört und weiß ich, dass seitens des Generalstabs die Verbringung von Kriegsgefangenen der Sowjetunion in das Heimatgebiet vorbereitet war. Und dass diese Verbringung plötzlich gestoppt wurde, soweit mir erinnerlich ist, durch Eingreifen von Hitler selbst. Und dass darin mit ein Grund zu suchen war, in den Zuständen, die sich dann in den Lagern draußen im Operationsgebiet entwickelt haben, wo Massen von Gefangenen zusammengeströmt sind, nicht ernährt werden konnten, nicht bekleidet werden. Nicht bekleidet werden konnten, entsprechend, nicht entsprechend untergebracht werden konnten. Und infolge Seuchen und Kannibalismus ausgebrochen ist. I'm not sure but what we missed some of your previous answer. Will you start again to tell us about the change which was made in these orders? Ich darf bitten, diese Frage nochmals zu wiederholen. You referred to a change in the plans to take the Soviet prisoners back to German territory. Is that correct? Ja, sie wurden eben nicht zurück nach Deutschland gebracht.
And what was the result of this action? Namely, of their not being brought back at the direct order of Hitler. Das Ergebnis war das eben von mir vorher geschilderte. But I want you to repeat it because we lost some of the answer in the interpreting process. Please just repeat it again. Dass die Gefangenen, und zwar die großen Massen von Gefangenen, eben draußen, wo keinerlei Vorsorgen, und zwar Vorsorgen im Sinne der Kriegsgefangenenbetreuung, das heißt Unterbringung, Verpflegung, ärztliche Betreuung und dergleichen getroffen waren, in großen Massen, ohne Verpflegung oder ohne entsprechende Verpflegung, ohne ärztliche Betreuung, ohne entsprechende Unterbringung, meist auf dem nackten Boden, in großer Zahl ums Leben gekommen sind, Seuchen ausgebrochen sind, ja, Kannibalismus. Das heißt, die Tatsache, dass Menschen aus Hunger andere Menschen gegessen haben, in Erscheinung getreten sind. Were you personally at the front to observe these conditions? Ich habe bei wiederholten Reisen, die ich mit Canaris unternommen habe, einiges von diesen eben geschilderten Zuständen mit eigenen Augen gesehen. Es ist das, oder die Eindrücke, die ich damals mitgenommen habe, sind in den Aufzeichnungen enthalten, die unter meinen Papieren vorgefunden wurden. Did you also obtain information as to these matters through official channels of the Abwehr? Ja, ich habe sie wegen der mir unterstehenden Dienststellen meiner Abteilung und der des Amtes Auslandabwehr erfahren. From your official information, to what extent was the Wehrmacht involved in the mistreatment of these prisoners? Nach meiner Information war die Wehrmacht zumindest in allen Fragen, die das Thema Kriegsgefangenenwesen beinhalten, verwickelt. Nicht in der Frage der Exekutionen, die ja von Kommandos des SDs und von Organen des Reichssicherheitshauptamtes durchgeführt wurden. But is it a fact that the prisoner of war camps were entirely under the jurisdiction of the Wehrmacht? Die Kriegsgefangenenlager standen unter der Zuständigkeit des Oberkommandos der Wehrmacht. But before they were placed in these camps, the special purpose commandos of the SS were responsible primarily for the executions and the selection of the people to be executed. Is that correct? Ja. Did you receive through official channels information regarding the existence of an order for the killing of British commandos? Ja. What action, if any, did Canaris or yourself take with respect to this order?
der Befehl, beziehungsweise, soweit ich mich erinnere, schon die Absicht, dass ein solcher Befehl erlassen werden sollte, wurde in unserem Kreis, also Canaris und den Abteilungschefs, besprochen. Er fand selbstverständlich einmütige Ablehnung. Ich sage selbstverständlich, abgesehen von den rein völkerrechtlichen Erwägungen. Aus dem Grunde, weil ja beim Amt, dem Amt Auslandabwehr eine Formation unterstanden ist, die meiner Abteilung angegliedert war, zwar das Regiment Brandenburg, die ähnliche Aufgaben und die gleiche Tätigkeit wie die Kommandos auszuüben hatte. Ich habe daher als Chef der Abteilung, der dieses Regiment angegliedert war und für das ich mich verantwortlich fühlte und verantwortlich fühlen musste, in Besorgnis von Repressivmaßnahmen, die in Auswirkung dieses Befehls zu erwarten waren, sofort schärfstens gegen diesen Befehl protestiert. Did you personally assist in the drafting of these protests? Ich weiß, dass zweimal, entweder gleich wie der Befehl erflossen ist, schriftlich oder mündlich, und ein zweites Mal, nachdem bereits Exekutionen aufgrund dieses Befehls durchgeführt wurden, seitens Canaris, wieder über das Amt Ausland, und zwar über Bürkner, Proteste gegen diesen Befehl ergangen sind oder eingelegt wurden. Für den Entwurf einer dieser schriftlich ergangenen, ich weiß nicht welcher, der erste oder der zweite schriftlich ergangen ist, habe ich selbst einen Beitrag geleistet, eben jenen Beitrag, der die Interessen meiner Abteilung, also des Regiments Brandenburg, das eine den Kommandos ähnliche, sehr ähnliche Tätigkeit auszuüben hatte, beinhaltete. To whom in the ordinary course did these protests go? Die Proteste gingen an den Vorgesetzten von Canaris, also an den Chef OKW. Who was that? Das war Keitel damals. Did these protests in the ordinary course go also to Jodl? Das kann ich nicht sagen, es ist aber möglich. Now, will you tell the tribunal what the grounds of the protests which you made were? Die Grundlagen waren vor allem die völkerrechtswidrige Auffassung, dass Soldaten, also nicht Spione oder Agenten, sondern Soldaten, die als solche, das heißt, als Soldaten gekennzeichnet waren, getötet wurden nach der Gefangennahme. Das war der wesentliche Punkt, der namentlich auch meine Abteilung berührt hat, weil meiner Abteilung auch Soldaten angehört haben, die als Soldaten solche Aufgaben oder ähnliche Aufgaben durchzuführen hatten. Were there any other grounds urged in protest against these orders?
Es wurden sicherlich auch andere Grundlagen angeführt, und zwar je nach den Interessen der Abteilungen, durch die dieser Befehl berührt war. Also für das Amt Ausland der Gesichtspunkt des Völkerrechts, für die Abwehrabteilung 3 die Tatsache, dass die Abwehrabteilung 3 ja interessiert war an der Befragung solcher bei Kommandoaktionen gefangen genommener Soldaten, aber niemals an der Tötung dieser Soldaten. Were there any other chiefs of the Abwehr departments who assisted in the preparation of these protests? So viel ich mich heute daran noch erinnere, nein. You mentioned Admiral Birkner, did you not? Ja, Birkner gehörte ja zum Amt Auslandabwehr. Der ist aber nicht der Chef des Amts Auslandabwehr gewesen, sondern nur des Amts Ausland. Now, have you ever heard of an operation known as Gustav? Der Name Gustav beinhaltete keine Operation, sondern eine Aktion oder ein Unternehmen, ähnlich, das heißt nicht nur ähnlich, sondern gleich jenem, das die Beseitigung des Marschalls Végan gefordert hatte. Now, will you tell the tribunal what was the meaning of Gustav? Gustav war der vom damaligen Chef OKW gebrauchte Deckname in den Gesprächen über General Giraud. When you say the chief of the OKW, are you referring to Keitel? Ja. And are you referring to General Giraud of the French Army? Ja, ich beziehe mich auf General von Giraud von der französischen Armee, der meiner Erinnerung nach im Jahre 1942 aus Königstein geflüchtet ist. Do you know of any order issued with respect to General Giraud? Ja. Who issued such an order? Einen solchen Befehl gab an Canaris, der damalige Chef OKW, Keitel, heraus. Es war kein schriftlicher Befehl, es war ein mündlicher Befehl. How did you come to know about this order? Von diesem Befehl weiß ich ebenso wie einige andere Abteilungschefs, und zwar der Chef der Abwehrabteilung 1, Bickenbrock, Bentivenni und noch einige andere Offiziere aus einer Besprechung bei Canaris. What was the substance of the order? Der wesentliche Inhalt dieses Befehls war der, Giraud ähnlich wie Végan
zu beseitigen. When you say eliminate, what do you mean? Ich meine dasselbe, was bei Marshal Végan gemeint und befohlen war, ihn zu töten. Do you recall the approximate date when this order was given by Keitel to Canaris? Dieser Befehl wurde an Canaris mehrfach gegeben bzw. mehrfach wiederholt. Wann er das erste Mal gegeben wurde, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil ich selbst nicht dabei war. Er dürfte nach der Flucht Giraus aus Königstein und vor dem Attentat auf Heydrich in Prag erstmalig gegeben worden sein. Nach meinen Aufzeichnungen wurde mir gegenüber in Anwesenheit von Canaris über dieses Thema von Keitel im Juli desselben Jahres gesprochen. Well, now what did Keitel first say to you personally about this affair? Er hat, ich kann es naturgemäß nicht im Wortlaut wiederholen, aber dem Sinne nach die Absicht bekannt gegeben, Giraud umlegen zu lassen und mich ähnlich wie im Fall Végan über den Stand der Dinge gefragt oder über den damaligen Stand der Dinge gefragt. And what did you say to him on that occasion? Ich kann mich an den Wortlaut nicht erinnern. Ich werde irgendeine ausweichende oder hinhaltende Antwort gegeben haben. Now, was this question later discussed by you at any time? Diese Frage wurde meiner Erinnerung nach im August. Das genaue Datum ist in meinen Aufzeichnungen festgehalten, nochmals diskutiert. Canaris rief mich am Abend in meiner Privatwohnung an und sagte mir ziemlich ungeduldig, er werde von Keitel schon wieder bedrängt wegen Giraud. Wir, das heißt die Abteilungschefs, möchten morgen alle zusammenkommen, um über die Angelegenheit weiter zu sprechen. Am nächsten Tag fand dann die Besprechung in unserem Kreis statt und Canaris wiederholte im Wesentlichen nun nicht nur mir gegenüber, sondern in den größeren Kreis das, was er mir am Abend vorher gesagt hatte. Nämlich, dass er von Keitel dauernd bedrängt werde, dass nun endlich einmal etwas geschehen müsse in dieser Angelegenheit. Unsere Haltung war dieselbe wie in der Angelegenheit Végan. Es wurde von uns allen Anwesenden dieses neuerliche Ansinnen, eine Mordaktion einzuleiten und durchzuführen, glatt abgewiesen. Wir hatten diese unsere Auffassung auch Canaris, der selbstverständlich
der gleichen Ansicht war wie wir, mitgeteilt. Und Canaris ging darauf zu Keitel herunter, um ihn zu bewegen, die militärische Abwehr völlig aus solchen Sachen herauszuhalten und diese Angelegenheit, wie schon früher von ihm beantragt und vielleicht vereinbart, das weiß ich nicht, völlig dem SD zu überlassen. In der Zwischenzeit, während wir allein oben waren, machte Piekenbrock, und ich erinnere mich genau an jedes Wort, was er damals sagte, folgende Bemerkung: Man müsste Herrn Keitel doch endlich einmal klar sagen, dass er seinen Herrn Hitler melden solle, dass wir, das heißt die militärische Abwehr, keine Mörderorganisation sind wie der SD oder die SS. Nach einer kurzen Zeit kam Canaris zurück und sagte, es wäre nun klar, er hätte bei Keitel erreicht und ihm auch zur Überzeugung gebracht, dass wir, das heißt die militärische Abwehr, völlig aus dieser Sache auszuscheiden hätten und die weitere Behandlung dem SD überlassen bleibt. Ich muss hier einschalten und zurückgreifen, dass mir Canaris schon seinerzeit, also gleich wie diese Befehle oder dieser Befehl gegeben wurde, gesagt hatte, dass die Durchführung auf jeden Fall verhindert werden wird. Dafür werde er sorgen und müsse ich ihm unterstützen. I don't think you have yet told us just who was present at this conference. An dieser Besprechung haben die drei Abwehrchefs teilgenommen. Das war Oberst Piekenbrock, den ich schon mit seiner Bemerkung genannt habe, Oberst von Bentivenni und ich. Wahrscheinlich auch General Oster, möglicherweise Bürkner, daran kann ich mich aber nicht erinnern. Ich glaube nicht, denn in meinen Aufzeichnungen, die diese Besprechung festhalten, sind nur drei Abteilungschefs genannt, die alle drei strikte das Ansinnen abgelehnt haben. Now, what was the next occasion when this matter was brought to your attention again? Einige Zeit später, es war im September, das genaue Datum ist festgehalten, wurde ich in meiner Privatwohnung vom damaligen Chef OKW Keitel angerufen. Er fragte mich, was ist mit Gustav? Sie wissen doch, was mit Gustav gemeint ist. Meine Antwort: Ja, das weiß ich.
Wie steht die Angelegenheit? Ich muss es dringend wissen. Meine Antwort, darüber bin ich nicht orientiert. Das hat sich Canaris selbst vorbehalten. Und Canaris ist nicht hier, er ist in Paris. Der Befehl von Keitel, beziehungsweise bevor er mir den Befehl gab, noch eine Frage. Sie wissen doch, dass die anderen die Sache machen sollen. Die anderen war gemeint, der SS beziehungsweise der SD. Meine Antwort, ja, das weiß ich. Darauf der Befehl von Keitel, dann gehen Sie sofort zu Müller und erkundigen Sie sich über den Stand der ganzen Aktion. Ich muss es dringend wissen, sagte darauf, jawohl, ging sofort in das Amt Auslandabwehr zu General Oster und unterrichtete ihn über das Vorgefallene. Bat ihm um Rat, was nun in dieser für Canaris und mich äußerst kritischen und schwierigen Lage zu machen sei. Ich unterrichtete ihn, was Oster ebenfalls wusste, dass Canaris dem SD bis dahin kein Wort von dem gesagt hatte, was der SD durchführen sollte. Also die Ermordung Giraud. Oster riet mir sofort, nach Paris zu fliegen und Canaris zu orientieren und zu warnen. Ich flog noch am nächsten Tag nach Paris. In einem Hotel beim Abendessen, in einen kleinen Kreis, bei dem auch Admiral Bürkner anwesend war. Ich orientierte Canaris über das Vorgefallene. Canaris war sehr bestürzt und fand zunächst keinen Ausweg. Während des Essens frug mich Canaris vor Bürkner und noch zwei anderen anwesenden Offizieren. Das war der Oberst Rudolf und ein anderer Herr, dessen Namen ich heute nicht mehr weiß, wann Giraud aus Königstein geflüchtet sei, das Datum. Das nächste Datum, wann die Abwehr-Dreitagung in Prag war. Und das dritte Datum, wann das Attentat auf Heydrich war. Ich ließ mir diese Daten, die ich ja nicht auswendig im Kopf hatte, beschaffen und gab sie Canaris. Wie er die drei Daten hatte, war er sichtlich erleichtert und seine Mienen, die sehr bestürzt waren, erhellten sich. Er war also sichtlich erleichtert in jeder Beziehung. Ich muss einschalten, dass bei der Abwehr-Dreitagung, um die sich gedreht hat, Heydrich anwesend war. Das war eine Zusammenkunft, eine Tagung zwischen Abwehr 3 und den koordinierten Leuten vom SD,
die also auch in der Spionageabwehr zu tun hatten. Canaris hatte nun seinen ganzen Plan auf diese drei Daten aufgebaut. Der Plan bestand darin, den Anschein zu erwecken, dass Heydrich bei dieser Tagung den Befehl weitergegeben hätte, die Aktion durchzuführen. Also den Tod Heydrichs auszunutzen, um damit die ganze Sache zu Fall zu bringen. Am nächsten Tag flogen wir nach Berlin und Canaris meldete bei Keitel, dass die Sache in Ordnung sei und er, Canaris, Heydrich bei der vorerwähnten Abwehr-3-Tagung in Prag die nötige Orientierung gegeben habe und Heydrich alles eingeleitet habe, das heißt bereits eine Sonderaktion gestartet sei, um Giraud ermorden zu lassen. Damit war diese Angelegenheit erledigt und zu Fall gebracht. Now, there was a mistake, I think, in the translation back a little way. So, if you don't mind, will you please go back to where you first referred to Heydrich in the conversation with Canaris and repeat the story, because I think the translation was incorrect. In other words, go back to the point where Canaris suddenly seemed relieved and started to tell you what the apparent solution might be. Canaris war sichtlich für alle Anwesenden erleichtert, wie er von mir oder durch mich die drei Zeitdaten erfahren hat. Denn sein ganzer Plan oder, wenn man es bezeichnen will, sein Manöver war, und das ist typisch für seine Wesensart, ein rein intellektuelles, eine rein geistige Kombination, eben aus den drei Zeitdaten. Und da war wesentlich die Flucht von Giraud, also das Datum von Giraud und die Dreitagung. Denn wenn diese Dreitagung etwa vor der Flucht von Giraud gewesen wäre, so wäre die Kombination wahrscheinlich nicht stichhaltig vorzubringen gewesen. The tribunal sees no necessity for this repetition of the evidence. There was a mistake, sir, in the translation, it seemed to me. If it's clear to the tribunal, why, I will not repeat it any further. It seems clear to the tribunal what was said. Very good. And what, if anything, happened next insofar as the affair Giraud was concerned? Später ereignete sich nichts mehr. Giraud flüchtete, wie bekannt, nach Nordafrika. Ich habe nur gehört,
Das habe ich aber viel später gehört, dass Hitler über diese Flucht außer sich war und es als ein totales Versagen des SD bezeichnet hat. Das soll in stenografischen Aufzeichnungen des Führerhauptquartiers festgelegt sein. Der Mann, der mir das übermittelt hat, ist im Bereich der amerikanischen Zone. Were you acquainted with a Colonel Rowell? Ja. Who was he? Rowell war ein Offizier der Luftwaffe, ein Oberst der Luftwaffe. What was the work of the special squadron to which he was attached? Rowell hatte eine Sonderstaffel für Höhenflug, die mit dem Amt Auslandabwehr zusammenarbeitete. Und zwar in der Aufklärung gewisser Gebiete bzw. Staaten. Were you ever present when he reported to Canaris? Ja, ich war ab und zu gegenwärtig. Do you recall what Rowell told Canaris on those occasions? Rowell berichtete über das Ergebnis seiner Flüge, seiner Aufklärungsflüge und legte das Bildmaterial vor. Das ja, ich glaube, bei Abwehr 1, die hierfür zuständig war, und zwar bei der Gruppe Luft, irgendeiner Auswertung unterzogen wurde. And do you know over what territories these reconnaissance flights had been made? Sie wurden unternommen über Polen, dann England und im Südostraum. Näher kann ich das nicht bezeichnen. Das heißt, welche Gebiete oder welche Staaten des Südostraumes. Ich weiß aber, dass diese Staffel in Budapest eingesetzt war für Erkundungszwecke bzw. Aufklärungszwecke. Did you personally see some of these photographs? Ja. Now, will you tell the tribunal the dates when you know that these reconnaissance flights over London and Leningrad were being made? Die genauen Daten kann ich nicht geben. Ich erinnere mich nur aus meiner Anwesenheit bei Besprechungen zwischen Rowell und Canaris. Biekenbrock war auch ab und zu anwesend, dass diese Aufklärungsflüge in eben genannten Räumen stattgefunden haben, dass ein Bildmaterial vorgelegen ist, dass die Staffel von ungarischen Flugplätzen, also aus dem Raum Budapest geflogen ist, weil ich selbst mit so einer Maschine von Budapest nach Berlin einmal zurückgeflogen bin. Und weil ich einige Leute, also einige Piloten, aus dieser ihrer Tätigkeit kannte. But what I am asking you is as to the year or years in which these reconnaissance flights were being made. Sie wurden im Jahr 39, und zwar vor Beginn des Polenfeldzugs, unternommen. And were these reconnaissance flights kept secret?
Ja, sie wurden naturgemäß geheim gehalten. Why were these flights being made from Hungary, if you know? Das müsste ein Fachmann der Luftwaffe erläutern. Do you have in your possession a report on the treatment of Jews in a certain territory? Ja, ich habe einen Bericht, der auf dem Abwehrweg, wahrscheinlich über die Abwehrabteilung 3, an das Amt gekommen ist und den ich für die Aufzeichnungen von Canaris und in Abschrift für mich anfertigen habe lassen. Das heißt, eine Abschrift habe anfertigen lassen von dem Bericht, richtiger ausgedrückt. Es handelt von Judenerschießungen in Borisov. Is that an official report? Ja, das ist ein Bericht auf den Abwehrweg. Es muss sich feststellen lassen nach dem Dokument, von welcher Stelle an uns gekommen ist. Es ist in diesem Zusammenhang, also Judenerschießungen in Borisov, ist auch der Name eines mir sehr gut bekannten Abwehroffiziers, weil auch Österreicher wie ich ist auch genannt. At this point, if it please the tribunal, I should like to offer in evidence photostatic copies of the entries made by the witness in Canary's diary, together with a photostatic copy of the report. The originals are here in court, but cannot be lifted out of the box in which they are placed because they were taken from a safe damaged by a bomb explosion, and if they were to be lifted out of the box, they would crumble. But we have had them photostated, and the photostatic copies are now in court. If admitted. 80? If admitted, it would be exhibit USA 8. Amen, that only such portions of these documents as are read in court will be in evidence. Well, these have been used by the witness to refresh his recollection. Yes, I know they have. And that none of them have been read in full in court, but they may be so read at any time. Well, if you want them to go in evidence as documents, you must read them in the court. Colonel Amen. Do you want the documents any more than you have already used them for the purpose of refreshing the witness's memory? I do not, sir, except that having used them in that fashion, I felt that it was only fair to offer them in evidence for the information and scrutiny of the tribunal. For my own purposes, they have served their
purpose? Well, if the defense want to see them for the purposes of cross-examination, of course they can do so. Oh, yes, we have them already, sir. Yes. It would be Exhibit USA 80-3047-PS. But otherwise, they need not be put in evidence. Correct, sir. As a member of the Abwehr, were you generally well informed on the plans of the German Reich for the waging of... From this bundle of papers, it seems to contain a report on the execution of Jews in Borisov. Yes, Your Lordship. Well, that again will not be in evidence unless you read it. Correct, sir. But I was including that in the statement which I just made to you that... Unless it were particularly desired by the court, I would not offer it in evidence or read it. No, very well. The court doesn't desire you to. Very good. I'll repeat the question. As a member of the Abwehr, were you generally well informed on the plans of the German Reich for the waging of war? Sofern Sie in Ihren Auswirkungen die Tätigkeit oder die Mitwirkung des Amts Ausland Abwehr in der Vorbereitung betroffen haben. Did there come to your attention intelligence information which was not available to the ordinary person or the ordinary officer in the army? Ja, naturgemäß. Das lag im Wesen meiner Dienststellung begründet. And on the basis of the knowledge which you so obtained, did you and your group come to any decision as to whether or not the attack on Poland, for example, was an unprovoked act of aggression? Ich bitte, die Frage nochmals zu wiederholen. Colonel Amin, that is one of the principal questions which this court has to decide. You can't produce evidence upon the question which the court has to decide. Very good, Your Lordship. The witness is now available for cross-examination. First of all, do the other prosecutors want to ask you a question? Gentlemen. Do any of the prosecutors wish to ask any questions of this witness? General Rudenko? Свидетель Лахузер, вы уже подробно здесь изложили ответы на вопросы полковника Эймена. Я хочу поставить вам несколько вопросов в порядке уточнения. Правильно ли я понял вас, что повстанческие отряды из украинских националистов создавались по директиве германского верховного командования? Прошу ответить. Das waren ukrainische Immigranten aus Galizien.
И из этих эмигрантов создавались повстанческие отряды, так? Das waren Kommandos, ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Das waren Leute, die in Lagern zusammengefasst und einer Ausbildung, einer sagen wir halbmilitärischen Ausbildung unterzogen wurden. И какое же назначение этих отрядов? Das waren Organisationen, wie ich schon erwähnt habe, von Emigranten aus der galizischen Ukraine, die mit dem Amt Auslandabwehr zusammengearbeitet haben. Ну что они должны были выполнять? Die Aufgabe wurde jeweils mit Beginn der Kampfhandlungen von den vorgesetzten Dienststellen, das ist also in der Befehlslinie des Amtes, den ich angehört habe, vom OKW bestimmt. Но какие же задачи ставились перед этими отрядами? Diese Kommandos sollten Störaufgaben im Rücken der feindlichen Front durchführen. Störaufgaben aller Art. То есть на территории? Das heißt in jenem Territorium, mit welchem Deutschland im Krieg eingetreten war. Also im konkreten Fall, um dem es sich in der Angelegenheit handelt, mit Polen. Das heißt, in Polen, richtiger gesagt. In diesem Fall Polen. Diversie und noch was? Diversie und noch was? Schön, also Sabotageunternehmen, Sprengung von Brücken und von anderen Objekten, die irgendwie militärisch wichtig waren. Was militärisch wichtig war, wurde von der Wehrmachtführungsstaat... Terroristische Tätigkeit? Bitte. Die Tätigkeit im Besonderen habe ich soeben geschildert. Also, Zerstörung von militärisch oder für die Operationen wichtigen Objekten. А я спрашиваю вас о терроре. Я спрашиваю о террористической деятельности этих отрядов. Politische Aufgaben bekamen Sie von uns, von Auslandabwehr, nicht. Die politischen Aufgaben wurden von den hierfür zuständigen und verantwortlichen Dienststellen des Reiches gestellt. Allerdings oft in fälschlicher... Вы меня, очевидно, неправильно поняли. Я спрашиваю, вы говорите о диверсиях. Я вас спрашиваю о террористической деятельности этих организаций. Известно вам? И ставилась ли задача террора? Что не ясен вопрос? Итак, я повторяю. Наряду с диверсионной деятельностью этих отрядов
задача проведения террора ставилась перед ними? Nie von uns aus, niemals. Wait a minute. Wait a minute. Can you hear me? Can you hear what I say? Were you having difficulty in hearing the questions put to you? Ja, es war irgendeine Störung. Irgendeine Störung. Вы говорите, с вашей стороны задачи террора не ставилось. С чьей это стороны? Ja. Я спрашиваю, с чьей стороны не ставилась задача террора? Das ist es ja immer gegangen. Wir, das heißt die militärische Abwehr, bekam immer wieder in verschiedener Form die Anregung oder die Aufforderung, unsere rein militärischen und auf die Bedürfnisse der Wehrmachtsführung abgestellten Aufgaben mit politischen oder mit Terrormaßnahmen zu verbinden. So auch zum Beispiel, wie es aus den Aktenvermerk klar hervorgeht, in der Vorbereitung des Feldzugs gegen Polen. Отвечая на вопрос полковника Эймена, вы заявили так. Красноармеец рассматривался как идеологический враг и должен был подвергаться соответствующим мероприятиям. Я прошу уточнить, что означает соответствующим мероприятием? Я повторяю вопрос. Вы заявили, что красноармеец рассматривался вами, я имею в виду германское верховное командование, как идеологический враг и должен подвергаться соответствующим мероприятиям. Я прошу разъяснить, что означает у вас, понимается вами под термином соответствующие мероприятия? Unter dementsprechend Maßnahmen verstehe ich ganz klar alle jenen brutalen Maßnahmen, die in der Praxis getroffen wurden, über die ich gesprochen habe und von denen ich überzeugt bin, dass noch viel, viel mehr als was ich aus meinem immerhin beschränkten Gesichtskreis dazu sagen kann und dazu sagen konnte, bekannt ist. Вы здесь уже излагали трибуналу, что устанавливался специальные были созданы команды по отбору и сортировке военнопленных. Я понимаю сортировку так, кого убить, кого заключить в лагерь, правильно я понимаю? Ja, die besonderen Kommandos, also die Einsatzkommandos des SD, waren wohl nur mit der Hinrichtung, mit der Exekution der ausgesonderten Kriegsgefangenen befasst. Значит, руководитель команды решал вопрос, кому жить, кому не жить, так получается? Руководитель команды своей властью решал вопрос, жить или не жить? Ja, das oder dieses Thema ging ja auch die Besprechung bei Reinecke. Dass es eben den Leiter, praktisch den Leiter eines solchen Kommandos in die Hand gegeben war, zu entscheiden, wer
als Bolschewist oder bolschewistisch verseucht im Sinne der Befehle anzusehen sei und wer nicht. И руководитель команды своей властью решал этот вопрос. Wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, also bis zu der Besprechung, an der ich im Auftrag von Canaris teilnahm, ja. Denn darum ging es ja unter anderem bei dieser Besprechung. Вы говорили о своих протестах, ваших протестах, протестах Канариса против этих зверств, убийств и прочих. Каким, имелись ли какие-либо результаты от ваших протестов? Sie haben, wie ich schon ausgeführt habe, äußerst bescheidene Resultate gehabt, die man kaum als Resultat im Sinne des Wortes bezeichnen kann. Denn ich kann die Tatsache, dass Exekutionen statt vor den Augen der Truppe 500 Meter abseits stattfinden, nicht in irgendeinem Sinn als positives Resultat bezeichnen. А какой разговор у вас был по этому вопросу с Мюллером? Насчет уступки Мюллера, если вы вспоминаете. Вы рассказывали при допросе вас с генералом Александром. Bitte, wer ist Александр? Wer ist Александр? Вас допрашивал? Простите, вас допрашивал полковник Розенблит. Представитель советской делегации, ja. Вспоминаете? Да. Вот я ошибся, назвал генерала Александра. Вы, может быть, вспомните ваши сообщения полковнику Розенблиту о разговоре с Мюллером и об уступке, на которую пошел Мюллер. Ja. Пожалуйста, ja. Сообщите трибуналу. Ja. Ja, es ist mir nur der Name Alexander ist mir nicht klar, was der Name Alexander in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Alexander, ни при чем, это ошибочная назва. Alexander, ошибочная назва. Bitte. А я интересуюсь вопросом, Мюллер? Ja. А речь шла, как ja. Обычно у вас с Мюллером, о расстрелах, битках и так далее. Пожалуйста. Mit Müller hatte ich ein sehr ausführliches Gespräch, vor allem über das Thema der Aussonderungen. Und zwar hatte ich konkret angeführt als Beispiel für die Methoden ein Vorfall, der die Aussonderung von Krim-Tartaren, also von Sowjetsoldaten, die ihrer Nationalität nach aus der Krim stammten, beinhaltet hat. Und wo diese Leute, die Mohammedaner waren, aus bestimmten Gründen als Juden erklärt wurden und deswegen hingerichtet. Also abgesehen von der Brutalität dieser und aller ähnlichen Maßnahmen, auch bezeigend, nach welchen völlig unsinnigen Gesichtspunkten, beziehungsweise nach Gesichtspunkten, die sich ein normaler Mensch nicht erklären kann, diese ganze Sache erfolgt ist. Auf das habe ich unter anderem hingewiesen. He doesn't hear you. Продолжайте. Well, perhaps if you went a little bit more slowly. Вы уже закончили разговоры с Мюллером? Nein, ich habe nicht zu Ende gesprochen. Mit Müller habe ich ja sehr viel mich auseinandergesetzt. Das war ja der Kernpunkt dieser ganzen Besprechung. Also alle diese Themen, über die ich hier schon Zeugenschaft abgelegt habe, habe ich ja zunächst mit Müller als den
zuständigen Mann, zumindest in einen Sektor zuständigen Mann, besprochen bzw. ihm gegenüber vorgebracht. Und Reinecke hat ja dann nur in den beiden Standpunkten entschieden, eben zu meinen bzw. zu des Amtes Ungunsten entschieden. Ich bitte mir zu sagen, auf welchen Kernpunkt der Besprechung Sie eingehen wollen. Dann will ich ihn gern wiederholen. У вас обычная тема была разговоров. Расстрелы, убийства, пытка. Меня это интересует. О расстрелах разговор. Что вам сообщил Мюллер? Да. Да. Что он вам сообщил? Как будут производиться расстрелы в связи с вашим протестом? Ja, hatte mir, und zwar in ziemlich zynischer Form, erklärt, dann werden die Erschießungen eben abseits der Truppe vorgenommen worden. Wenn die Truppe, wie Sie es darstellen, so furchtbar gestört ist und wenn der Geist der Truppe darunter leidet und so weiter und so weiter. Das war der wesentliche Sinn. Ich habe alles das, was ich hier... Это в основном таков был результат ваших протестов. Das. Und dann noch eine gewisse Zusicherung. И последний вопрос. Значит, условия в лагерях, куда заключались советские военнопленные, массовые уничтожения военнопленных, все это было по прямым директивам и приказам германского верховного командования. In irgendeinem Zusammenhang oder Zusammenarbeit mit den zu verantwortlichen oder zuständigen Stellen des Reichssicherheitshauptamtes. Ich muss erklären zu all dem, was ich gesagt habe, dass ich selbst damals die Befehle nicht gelesen habe, sondern nur aus der Besprechung oder in der Hauptsache aus der Besprechung bei Reinecke, wo mir gegenübergetreten ist, darf ein Vertreter des OKW, eben Reinecke und besagter Müller, dieses Nebeneinander oder diese Zusammenarbeit oder Koordination in dieser Frage zum Ausdruck gekommen ist. Простите, вы узнавали из разговоров частных или вы это узнавали на официальных заседаниях или совещаниях? Nein, das war eine ganz eindeutig amtliche Besprechung. Als welche ich sie ja auch charakterisiert habe, von General Reinecke als Vorsitzenden einberufen. Und ich war nicht als Lahusen, sondern als Vertreter des Amts Auslandabwehr anwesend. Es liegt... Стало быть, приказы, которые вам были известны на этих совещаниях, они исходили от германского верховного командования? Sind vom Oberkommando der Wehrmacht und von irgendeiner höchsten Stelle des Reichssicherheitshauptamtes ausgegangen. Nach der Darstellung, wie sie von Reinecke in dieser Besprechung erläutert und kommentiert wurden. Ich habe sie selbst nicht mit eigenen Augen gelesen und gesehen, was ich wiederholt erklärt habe. Но вы слышали на этих совещаниях, когда они оглашались и комментировались? Die Besprechung selbstverständlich, deren Verlauf habe ich ja hier geschildert, was in ihrem wesentlichen Ablauf. И на этих совещаниях, как вы соизволили выразиться, вертелись вопросы вокруг убийств и поджогов, так? Über das Brennen hat man bei dieser Besprechung nichts erwähnt. Об убийствах говорилось. Wohl aber über die ergangenen Befehle. Über die ergangenen Befehle hinsichtlich der Gefangenenbehandlung. Über die Exekutionen. Вопрос один. Does the
French prosecutor wish to ask any questions? Qui a donné les ordres pour la destruction des commandos? Ich habe das nicht klar verstanden. Zur Zerstörung der Kommandos? Zur, gemeint ist wohl die... Gemeint ist wohl die, die Tötung von Angehörigen von Kommandotrupps. Qui a donné l'ordre de l'exécution? Qui a donné l'ordre de l'exécution? Den Befehl selbst habe ich nicht gelesen. Es ist nach dem, was damals in unserem Kreis über das Thema gesprochen wurde, stammt die Idee von Hitler selbst. Wer bei der Umformung dieser Idee in einen Befehl mitgewirkt hat, kann ich nicht sagen. Les accusés Kettel ou Jodl ont-ils transmis l'ordre? Das kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Quelles étaient, d'après vous, les raisons de ces ordres? Die Gründe für diesen Befehl war nicht nur nach meiner Ansicht, sondern wie es damals ziemlich klar ausgesprochen wurde und glaube ich auch im Befehl, den ich damals selbst nicht gelesen habe, festgelegt wurde, eine abschreckende Wirkung zu erzielen und um damit die Tätigkeit der Kommandos zu unterbinden und lahmzulegen. Qui a donné l'ordre de faire exécuter ou assassiner Weygand et Giraud? Ich bitte, ich habe den ersten Teil nicht gehört. Ich nehme an, es wurde gefragt, wer den Befehl gegeben hat. Qui a donné l'ordre de faire assassiner Weygand et Giraud? Der Befehl zur Beseitigung, das ist also, um es ganz klar auszudrücken, zur Ermordung von Weygand und Giraud, hat mir Canaris als von Keitel erhalten übermittelt. Ich habe ihm im Übrigen durch persönliche Bemerkungen Keitels mir gegenüber im Fall Weygand bei einem Vortrag, der am nach meinen Aufzeichnungen am 23. Dezember 1940 von Canaris bei Keitel erfolgte und bei dem ich anwesend war, habe ich diesen Befehl und diese Absicht direkt übermittelt bekommen in Form der Frage nach dem Stand der Angelegenheit, Weygand. Ich habe im zweiten Fall, das ist im Fall Giraud, die Tatsache, dass dieser Befehl von Keitel an Canaris ergangen ist, erstens durch Canaris selbst erfahren, ebenso wie die anderen anwesenden Abteilungschefs. Ich habe es des Weiteren zum zweiten Mal bei einem Vortrag, bei dem ich mit Canaris bei Keitel anwesend war, im Juli 1942
in ähnlicher Form wie bei Végan mitgeteilt bekommen. Und ich habe es ein letztes Mal unmittelbar in dem Telefongespräch, das ich hier geschildert habe, durch Keitel in Form der dringenden Urgenz übermittelt bekommen. Do you want to ask any questions, Dr. Milter? Der Zeuge Lahusen hat sehr wichtige Aussagen gemacht, die insbesondere auch den von mir vertretenen Angeklagten Keitel schwer belasten. You can't make speech now. Der Angeklagte Keitel wünscht nun dem Zeugen zahlreiche Fragen vorzulegen, nachdem er erst mit mir gesprochen hat. Ich bitte den Gerichtshof deshalb zu gestatten, entweder dass jetzt eine längere Pause eintritt oder dass wir bei Gelegenheit der nächsten Sitzung diese Fragen im Kreuzverhör stellen. Very well. You shall have an opportunity. Shall have an opportunity to cross-examine. You shall have an opportunity to cross-examine at 10 o'clock tomorrow. Does any member of the tribunal wish to ask any questions of the witness now? I'd like to ask the witness whether the orders to kill the Russians and in connection with the treatment of the prisoners were in writing. Meiner Kenntnis nach ja. Nur habe ich sie selbst nicht gesehen und gelesen. Were they official orders? Ja, das waren offizielle Befehle, wo natürlich in Umschreibungen das Tatsächliche zum Ausdruck gebracht wurde. Denn über diese Befehle wurde ja von Reinecke und zu früheren Zeitpunkten von anderen gesprochen. Also ich bin dadurch über das Wesentliche dieser Befehle orientiert gewesen. Daraus stammt ja mein Wissen. Ich habe sie nur selbst damals nicht gelesen. Aber dass das nicht mündliche Vereinbarungen waren, das wusste ich ja, weil sie ja kommentiert und erläutert wurden. Also ich wusste, dass irgendetwas da war. Ich konnte und kann nur nicht sagen, ob das ein Befehl, ob das mehrere Befehle waren, wessen Unterschrift sie trugen, das kann ich nicht sagen und habe ich nie behauptet. Ich habe nur dieses mein Wissen, das sich zusammensetzt aus Besprechungen, aus Berichten, aus denen ich die Tatsache des Vorhandenseins von Befehlen ganz klar rekonstruieren konnte, wiedergegeben. Do you know to whom
or to what organizations such orders were usually addressed? Befehle solch grundsätzlicher Art sind an das OKW gegangen, weil es ja Dinge beinhaltet hat, wie die Gefangenen, die Frage des Kriegsgefangenenwesens, die ja das OKW berührt hat, in der Person von Reinecke. Daher auch die Besprechung bei Reinecke. So usually the members or some of the members of the general staff would have known of such orders, would they not? Von diesen Befehlen und von dem, was ich hier gesagt habe, haben naturgemäß dem wesentlichen Inhalt nach damals sehr viele Angehörige der Wehrmacht gewusst. Denn die Reaktion in der Wehrmacht gerade auf diese Befehle war eine ganz ungeheure. Es ist über dieses Thema abseits von der Atmosphäre, also der rein dienstlichen, die ich hier wiedergegeben habe, das heißt Besprechungen, Berichte, ist ja auch in den Casinos und ansonsten sehr viel gesprochen worden, weil das ja alles Dinge waren, die nach außen hin, und zwar in unliebsamster Form, in unliebsamsten Auswirkungen, insbesondere auf die Truppe, in Erscheinung getreten sind, haben ja auch namentlich an der Front Offiziere, höhere Offiziere, diese Befehle entweder nicht weitergegeben oder in irgendeiner Form umgangen. Darüber ist ja auch damals schon gesprochen worden. Ich habe die Namen dieser Offiziere teils genannt, teils sind sie in Aufzeichnungen, Tagebuch und dergleichen festgehalten. Das war ja nicht eine alltägliche Angelegenheit, sondern das war zu dieser Zeit das Gesprächsthema. And were the orders known to the leaders of the SA and SD? Die müssen ihnen bekannt gewesen sein, denn es haben ja die einfachen Soldaten, die alles das mit angesehen haben es ja erzählt. Es war ja auch der Bevölkerung zum Teil bekannt. Es sind ja Leute aus dem Volk gekommen, die von Verwundeten, von Leuten, die von der Front zurückgekommen sind, ja noch viel mehr Einzelheiten erfahren haben, als ich sie hier geben konnte. Well, I think we should. The general wants to ask. Oh, yes. General Nikitchenko wants to ask a question. Вы показали, что получали инструкции. Об уничтожении военнопленных и зверском обращении с ними на совещаниях у Рейнеке. Ja, nur muss ich etwas richtigstellen. Nicht ich habe oder nicht das Amt Auslandabwehr den Auftrag erhalten, weil wir ja damit gar nichts zu tun hatten, sondern ich hatte eine Erkenntnis davon, von der Sache, und war zu dieser Besprechung als Vertreter des Amts Auslandabwehr kommandiert. Wir selbst hatten mit der Behandlung Kriegsgefangener schon gar nicht in diesem negativen Sinne irgendetwas zu tun. Вот помимо этих совещаний, на совещании в главной ставке давались такие указания. Были совещания в главной ставке, на которых давались такие же указания об уничтожении военнопленных
в зверском обращении с ними. Es wird verschiedene Besprechungen über dieses Thema gegeben haben. Ich war aber nur bei der einen, bei der geschilderten anwesend. Daher kann ich nicht mehr darüber aussagen. В главной ставке. Im OKW. Im OKW. Верховное Главнокомандование германской армии. Im OKW, selbstverständlich. Wo das Amt Auslandabwehr in der Vertretung meiner Person herangezogen war, schon aufgrund seiner Proteste, weil unser Amt ja mit Kriegsgefangenen in diesem Sinn nichts zu tun hatte, sondern ganz gegenteilig aus rein sachlichen Gründen, ganz natürlichen und erklärlichen an einer ordentlichen Behandlung der Gefangenen interessiert war. Но совещания проводились не о том, чтобы хорошо обращаться с военнопленными, а о том, чтобы истреблять и уничтожать их. Я... Ich muss da etwas richtig stellen. На этом совещании присутствовал и Риббентроп. Nein, nein, keinesfalls. Diese Besprechungen, das heißt die Besprechung, für die ich Zeugenschaft abgelegt habe, fand ja schon statt aufgrund vollzogener Tatsachen. Da war ja alles schon geschehen. Da sind ja schon Exekutionen erfolgt gewesen. Da haben sich die Auswirkungen gezeigt. Da sind schon Proteste, Gegenvorstellungen in jeder möglichen Form von der Front und von anderen Stellen, zum Beispiel des Amts Auslandabwehr, erfolgt. Und diese Besprechung sollte ja die Notwendigkeit der schon ergangenen Befehle und der schon zum Teil durchgeführten Maßnahmen begründen. Das erfolgte ja auch zeitlich, nach Beginn der Operationen, nachdem also die Befehle, die in dieser Frage ergangen sind, sich bereits ausgewirkt hatten. Und alles das, was ich gestreift habe oder besprochen habe, bereits geschehen war und sich ausgewirkt hat, und zwar im übelsten Sinn, in jeder Hinsicht. Also es sind da vollzogene Tatsachen besprochen worden mit dem Ziel, noch einmal, ein letztes Mal den Versuch zu machen, von unserer Seite die Sache zu falten. Об этом вы говорили, о результатах ваших протестов. Вы das, уже здесь давали показания. Darüber habe ich gesprochen. Das war das Thema dieser Besprechung Reinecke, an der ich teilgenommen habe. An anderen habe ich nicht teilgenommen, kann daher auch nichts sagen. На каком совещании было дано указание об уничтожении украинцев и сожжении деревень Галиции? Ich muss diese Frage klarstellen. Das, was der Herr General meint, bezieht sich auf die Besprechung im Führerzug im Jahr 39, zeitlich vor dem Fall Warschaus, nach den Eintragungen in den Tagebuchnotizen für Canaris am 12. September 1939. Und da der Sinn des Befehles oder der Anweisung, die von Ribbentrop ergangen, von Keitel Canaris weitergegeben war und dann in
einer kurzen Unterredung nochmals von Rimdrop Canaris gegenüber aufgezeigt wurde, war der mit den Organisationen nationaler Ukrainer, mit denen das Amt Auslandabwehr im militärischen Sinne, also im Sinn der militärischen Operationen zusammengearbeitet hat, in Polen eine Aufstandsbewegung hervorzurufen, in Polen mit den Ukrainern, die die Ausrottung der Polen und der Juden, also vor allem der Elemente oder dieses Kreises, um dem es sich ja bei diesen Besprechungen immer wieder drehte, zum Ziel hatte. Denn Polen, gesagt es, sind in erster Linie gemeint gewesen, Intelligenz und alle jene Kreise, die als Träger des nationalen Widerstandswillens zu bezeichnen sind. Das war der Auftrag, der an Canaris ergangen war. In diesem Zusammenhang, wie ich ihn hier geschildert habe und wie er im Aktenvermerk festgehalten ist. Also keineswegs Ukrainer zu töten, sondern im Gegenteil mit diesen Ukrainern diese Aufgaben, die rein politischer Natur waren, politischer und terroristischer Natur gemäß, uns zuzumuten. Während die Zusammenarbeit und das Tatsächliche, was geschehen ist, in dem Verhältnis Amt Auslandabwehr und diesen Leuten, die der Kopfzahl nach mit etwa 500 oder 1000 in Summe festzulegen sind, das ist aus dem Tagebuch einwandfrei zu ersehen. Das ist eine reine Vorbereitung für militärische Störaufgaben. Такие указания исходили от Риббентропа и Кейтеля. Sind von Риббентроп ausgegangen. Es solche Befehle, die eine die politische Zielsetzungen beinhaltet haben, konnten ja gar nicht von Amt Auslandabwehr ausgehen, weil ja irgendeine... Я не спрашиваю о том, могли или не могли. Исходили. Sie sind von Rindrop ausgegangen, so wie es in den Akten, aus dem Aktenvermerk zu ersehen ist. Es ist der Aktenvermerk, den ich für Canaris gemacht habe. Ich habe drei kurze Fragen. Darf ich sie stellen? Well, I think it's now past four, and we have to hear the question of the defendant Hess at 4 o'clock, and the court has now got to be cleared for that, so I think you better postpone it till tomorrow.